Zuvor bei der 500-Euro-Challenge. Tja, selbst auf der wunderschönen Autobahn, wo keine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, es ist natürlich begrenzt durch die anderen Autofahrer. Schön. Wahrscheinlich, ob wir auf der Gegenfahrbahn auf dem Weg zurück was Schnelleres noch erreichen können, weil ich habe das Gefühl, da geht noch was. Immer ein bisschen mehr! Und bei dem Verkehr möchte ich erstmal sehen, dass die anderen diese Geschwindigkeit erreichen. Vor allem Holger. Mit seiner langsamen Karre. Aber da wirst du auch selbst Flugprobleme haben, denke ich. Das schätze ich auch, ja. Vor allem, weil meine Winterreifen nur bis 210 gehen. Ich weiß nicht, ob Jackie X das mit dem Fahrwerk auch gemacht hat, dass das so klappert. Hier geht nicht. Hätte sich doch Jackie X mehr Mühe gegeben. Ich bin noch nie so entspannt 180 gefahren. Merkst du, wie du in den Sitz reingedrückt wirst? Unfassbar. Da ist ja ein Apollo 13 Scheißdreck dagegen. Aber man muss sagen, es kommt in diesem Auto einem schneller vor, ne? Ja, bei einem Sportwagen hier. Gibt das? Jackie X würde sich im Grabe umdrehen. Aber vielleicht haben wir ja noch Glück und den Alpha zerreißten Motor. Aber dieser Sitz halt, der ist schon phänomenal, ne? Oh Gott! Die sagen nur Jackie X. Ich möchte mal nicht in seinem Formel-1-Rennwagen gewesen sein, Jackie X. Also wenn wir in einer Viertelstunde nicht wieder da sind, dann ruft den ADAC. Alles klar, viel Spaß. Ihr begebt euch gleich an euch zugewiesene Startpunkte im Landkreis. Die Umschläge, die ihr bekommen habt, bekommen werdet, dürft ihr auch machen, wenn ihr eine WhatsApp mit Fotos bekommen habt. Darin ist eine Liste von 10 Rätseln, die Orte im Umkreis beschreiben, an die ihr fahren und die Aufgaben lösen müsst. Wenn ihr sie abgearbeitet habt, trefft ihr euch an einem noch unbekannten Ort. PS, vergisst eure Laufschuhe nicht. Laufschuhe? Laufschuhe? Wozu zur Hölle brauchen wir Laufschuhe? Also, auf dem Weg gerade zum Startpunkt. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe ehrlich gesagt ein klein bisschen Angst. Hoffentlich geht's gut. Am Startpunkt. Ah, der berühmte Umschlag. Nachdem wir alle am Start angekommen sind, warten wir auf die Bilder, damit wir loslegen können. Ah, jetzt, los geht's. Ups, oh, da ist ein Zettel gewuschelt, hey. Ey, die Herren. Ach du meine Güte. Dauert 2 Stunden, um Gottes Willen. Wie soll das gehen? Keine Ahnung. Aufgabe 1. Wo die Geschichte der Landwirte gezeigt wird, denke ich mal, man etwas erleben und genießen kann. A, B, Fu, M, so, eher. Wann wurde der Ruf erstmals erwählt? Wie lautet die genaue Übersetzung? Wie viele Ringe gibt es am Baumstamm? Ich check gar nichts. Holger fährt als erster los. Und nach kurzer Zeit weiß auch Ralf, wo er hin will. So, eins unserer Ziele ist der Minigolfplatz, habe ich rausgefunden. Gucken wir mal. Ich lass mich nicht hetzen. Denn ich habe meinen eigenen Plan. Also ich glaube, die Taktik bei uns wird sein, wir gehen erstmal alles durch, schauen, wo wir uns auf dem Zettel befinden. Da weiß ich, wo es ist. Zweites Zuhause ist die Halle in Emmering. Aufgabe 7 ist der Golfplatz. Federfee. Der Vogelpark. Der Vogelpark in Olching. Da, wo der T-Rex neben dem Buddha steht. Weiß ich, wo es ist. Das ist die Skulptur. Fakt. Vielleicht meinen die das Restaurant, das neben der Brauerei ist. Vielleicht ist irgendwie eine Bank da gegenüber oder so. Letzte Ruhe für Fahrzeuge ist normalerweise der Schrottplatz. Der Schrottplatz ist da vorne. Also wir haben uns jetzt entschieden, wir haben von 5 bis 10 die ganzen Punkte. Und
dabei eins bis vier jetzt noch nicht rausfinden, aber wir müssen irgendwas tun. Fahren wir jetzt los und klappern die, aber vielleicht findet auf dem Weg, fällt uns ein, was die anderen Sachen sind. Also. Bis Jochen endlich losfährt und Holger immer noch sein Auto anpreist. Ford Mondeo ist immer noch besser als Fahrradfahren. Oder Alfa Romeo. Komm ich schon bei der ersten Challenge an. So, Minigolfplatz. Wie lange sollte man einplanen, wenn man alles bespielen möchte? Das müsste ja irgendwo stehen. 1,5 Stunden. Die Filzanlage circa 2 Stunden. Und die Miniaturanlage circa 1 Stunde. Also 2,5, 4,5 Stunden. Ha, eine Aufgabe. Währenddessen. Erwähnt wurde ja 1433 erstmals. Ja. Und die Übersetzung ist Vorderer Yxhof. Die genaue. Ja, jetzt müssen wir noch den Baumstamm finden, ne? Von dem wir reden. Müssen wir noch einen Baumstamm finden? Der Baumstamm hat. Wie viele Ringe hat er? 1, 2. Wenn ich jetzt richtig zirke, ne? Dort findet man immer ein freundliches Gesicht. Ich mache davon ein Foto. Als Holger losfuhr, um das einzige lachende Gesicht dieses Tages zu finden, komme ich an. Allerdings am falschen Ort. Und dann am richtigen Ort. Okay, da ist die Sparkasse und hier auf dem Zettel steht unabhängig ist, da steht unabhängig ist einfach und auf dem anderen steht 125 Jahre Sparkasse, was hier in die Lücke reinpasst. Also das haben wir auf jeden Fall jetzt. Also es geht jetzt zum Schrottplatz, zum Eisenrudi. Der Schredder ist geil. Während Jochen vom Schredder träumt, gibt Holger zum ersten Mal seine Meinung zur Challenge ab. So, was meinst du bisher zu den Aufgaben? Ja, sau schwer die Aufgaben. Das ist nicht ganz einfach. Vor allen Dingen brauchst du ja sehr, sehr gute Ortskenntnisse hier, ne? Ja, schon, ne? Und nicht als Auswärtiger ist das natürlich doppelt schwer. Das ist... Die ganze Challenge ist eh gemacht, dass die anderen gewinnen. Das ist mit Absicht. Das ist ein völliger Lug und Betrug. Und kurz darauf findet er den Smiley. Und er macht sich daran, die Bäume zu zählen. Ich zähle was? Rechts? Du zählst links, ich rechts. Okay, 1. Das könnte ein wenig dauern. Also schauen wir mal, was Ralf macht. Also beim Yoga ist die Hauptfarbe doch eindeutig lila, oder? Okay, schauen wir mal lieber, wo Jochen ist. Nahe dem Ort, an dem Fahrzeuge ihre letzte Ruhe finden, da ist der Schrottplatz und ich glaube, welche Farbe hat das Cabrio, das nicht fährt, aber schwebt. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Das ist ein Stück weiter, die Straße runter. Da! Ich würde sagen, das ist schwarz. Mattschwarz oder mattschwarz. Eine Eilmeldung! Wie es scheint, hat Ralf einen Vogel. So. Wie viele reale Bilder befinden sich auf den Toren? Was ist das genau? Das war das, was sie geschickt hat. Dazu müsste man reingehen wahrscheinlich. Seltsames Vieh. Extra rein muss man nicht. So. Da, wo der T-Rex neben dem Buddha lebt. Okay, das ist definitiv an der Esso-Tankstelle, der dir die komischen Statuen verkauft. Auf geht's! Wie in den Verkehrsmeldungen waren gerade Fußgänger auf der F71 zwischen Esting und Neu-Esting. Holger, suchst du was oder ist dein Auto kaputt? In Wahrheit suchen wir tatsächlich etwas. Den Klettergarten für unsere nächste Aufgabe. Wie viele Gründe gibt es laut Tor, um hierher zu kommen? Okay, welche Gründe gibt es? Action 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 Gründe gibt es, um hierher zu kommen. So, und jetzt müssen wir noch die Baumpatenschaft suchen. Jetzt schauen wir mal, ob da noch irgendwas drin steht. Wir haben schon die richtigen Bäume gefunden. Allerdings für eine andere Aufgabe. Also wir sind bei Aufgabe 5. Es ist hier in der Halle, das weiß ich. Hier ist das Bild, das wir bekommen haben. Ziemlich skriptisch. Man kann sehen, hier zum Beispiel ist eine blaue 3 und da sind ein paar blaue Striche. Und wenn man dahinter guckt, da ist eine 3 und da sind blaue Striche. Was machen? Ist
nächste von hier ist die Skulptur. Ja. Tja, wir sind schon bei den Skulpturen, aber ein bisschen ratlos. Nichts mit hochstapeln. Also beim Yin und Yang Asiatica haben wir jetzt mal den Zeus als Hochstapler genommen, weil er halt auf einem Hochbrunnen steht. Mal schauen. Keine Sorge, Ralf. Du bist nicht der Einzige, der sich irrt. Die Oldschool-Bewegung in der freien Natur. Wir sind jetzt ein bisschen ratlos eigentlich. Deswegen haben wir mal ein bisschen rumgegrübelt, was man aus diesen Buchstaben dann bauen kann. Und wir sind auf die Idee gekommen, dass es Trimmlichtpfad Brustdrücken heißen könnte, oder? Denke schon, ja. Macht vor allem dann Sinn mit den anderen Zusatzaufgaben. So, was ist bei Aufgabe 5 oder so? Und dann Selfie machen, wie wir das machen. Holger ist währenddessen am richtigen Trimmlichtpfad angekommen. In Fürstenfeldbruck. Hä? Ich sagte in Fürstenfeldbruck. Komm schon, Wandern ist schön und gesund. Zum Wandern hab ich keine Lust. Und wie findest du das? Scheiße. Schon, ja. Ich bin krank und hab keine Lust zum Laufen. Um uns nicht anstecken zu lassen von Holgers schlechter Laune, finden wir mal raus, wer oder was der Hochstapler wirklich ist. Wer ist hier der Hochstapler? Ich denke, die Schildkröten werden es sein, weil ansonsten sehe ich nichts, was man stapeln kann. Und es wird wohl nichts im Innenraum sein, weil wir da nicht hin können. Also schreiben wir bei Nummer 8 rein. Gut. Dann geht's weiter. Und es geht weiter mit Ralf, der Geld für seine neue Skulptur holen muss. Vervollständige, unabhängig ist, ... und dann nochmal ein zweiter Satz mit Jahre. Unabhängig ist, also unabhängig ist einfach. Okay, dann das zweite müsste sein, 125 Jahre Sparkasse. Während Ralf euch zeigt, was ihr schon gesehen habt, zeigt euch Jochen auch, was ihr schon gesehen habt. Wir sind beim Vogelpark, wir sollen schauen, wie viele reale Bilder von Vögeln es auf den Toren gibt. Da sind 4 große und hier oben, ne, sind 6 kleine, die denke ich mal dazu zählen werden, also schreibe ich mal 10 auf. Jetzt heißt es als Zusatzaufgabe, schwere Zusatzaufgabe, was ist das genau? Boah, wir lassen die Aufgabe, weil es ziemlich viel Zeit verplempert. Also wir haben jetzt gesagt, das mit den Bildern ist zu umständlich. Also gehen wir jetzt mal weiter und schauen, dass wir den Trimmlichtpfad erwischen, weil ich glaube, da gibt es eher die Zusatzpunkte als bei den Bildern. Holger zeigt in der Zwischenzeit vollen Körpereinsatz bei Bewältigung der Aufgaben. Ja. 5. Läuft. Viel Spaß. Los geht's. Ja. 1, 2, 4, 5. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und jetzt andersrum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Fertig, hab keine Lust. Ja, was jetzt? Genug? Ich sprinte schon. Lass mal die schnellen, lass mal die richtigen Sportler vorbei. Nach dieser Anstrengung braucht Holger sicher eine Pause. Also schalten wir mal zu Ralf rüber. Also, beim Eisenrudi sind wir angekommen und das schwebende Cabrio haben wir auch gefunden. Und das ist ein Fiat Barchetta. Wir nehmen den einfach mal. Ich guck zwar nochmal, aber ansonsten nehmen wir den. Gut, dann haben wir die Aufgabe 10. Dann müssen wir jetzt von vorne anfangen mit der 1. Schauen wir mal. Ja, das muss ich erstmal suchen. Also, da bin ich jetzt immer noch ein bisschen überfragt momentan gerade. Muss ich noch ein bisschen rätseln. Der Manu hilft nicht, hat er gesagt. Um Ralf seine Gedenkminute zu geben, schalten wir mal zu Jochen. Der geht. Und geht. Und geht. Wo Jochen wohl hingeht? Wird Ralf rausfinden, wo er hin muss? Und was wird Holger zum Trimmlichtpfad sagen? All das und mehr
in der nächsten Episode der 500-Euro-Challenge.